Herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der S&P 500 setzt in dieser Woche die Erholung, die im Oktober begann, fort. Doch reicht das, um die Tiefs hinter sich zu lassen, oder gibt es da bald wieder Gegenwind? Schauen wir uns das gleich mal genauer an. Den Risikohinweis gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollten Sie sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir rüber zu den Charts. Noch hat der S&P 500 den langfristigen Abwärtstrend nicht beendet. Kurzfristig gibt es allerdings höhere Hochs und höhere Tiefs. Und mittlerweile wurde das 78,6% Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung durchbrochen. Die Bullen hoffen auf weitere Anstiege, um endlich das Augusthoch in Angriff nehmen zu können und dann auch im großen Bild einen neuen Trend einzuleiten, während die Bären nach der starken Aufwärtskorrektur gute Einstiegschancen sehen könnten, um dann den Abwärtstrend fortzusetzen. Der Deutsche Leitindex hat fast das nächste Kursziel bei 15.610 Punkten erreicht. Warum ist das Hoch so wichtig? Es ist eigentlich nur ein Zwischenhoch von dieser Abwärtsbewegung, aber irgendwann startet der Markt durch und versucht dann die ganzen Zwischenhochs abzuarbeiten, und das sind dann Punkte, die einerseits als Kursziele dienen, andererseits als Bereiche, wo der Markt möglicherweise auch wieder drehen könnte. Sollte der Bereich durchbrochen werden, dann wäre der Weg zum Rekordhoch mehr oder weniger frei. Euro-Dollar konnte sich in dieser Woche bisher nicht über der 1,10er-Marke halten. Der Aufwärtstrend bleibt hier allerdings auch intakt. Gold könnte die 6-wöchige Gewinnserie beenden. Es gab einen Fehlausbruch und bereits einige Gewinnabgaben. Und möglicherweise könnte sich der Markt hier auf eine Korrektur vorbereiten. Die Ölsorte WTI fällt auch in dieser Woche. Die Bewegung gewinnt sogar nochmals an Dynamik. Es droht die zweite Verlustwoche in Folge. Und das könnte bedeuten, dass wir uns nochmals der 70-Dollar-Marke annähern, um dann auch vielleicht den langfristigen Abwärtstrend durch tiefere Tiefs zu bestätigen. Der Bitcoin kann wiederum nicht nach oben ausbrechen, könnte die Woche aber dennoch mit einem Plus beenden. Allerdings läuft der Bitcoin natürlich auch am Wochenende, deswegen gibt es hier auch nochmal mehr Spielraum für die ein oder andere Überraschung. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Schauen Sie gerne mal rein, den Link gibt es unten in der Beschreibung. Würde mich auch über den Daumen nach oben freuen. Ansonsten viel Erfolg für heute und auch schon mal ein schönes Wochenende.